Ich heiße Yvonne Lichtenegger, bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und arbeite hier im Bereich der ärztlichen Assistenz beim Goldenen Kreuz im Kinderwunschzentrum. Ich habe zu Frau Dr. Petrowitz auch eine persönliche Verbindung, weil mein Sohn, der jetzt 8 Monate alt ist, durch meine IVF-Behandlung bei der Frau Dr. Petrowitz entstanden ist. Wir haben zu Beginn insgesamt 4 Versuche benötigt. Das heißt, es war nicht so leicht bei uns aufgrund meiner Endometriosenerkrankung. Meine ersten 3 Versuche waren zwar teilweise so, dass ich es eingenistet hatte, der Embryo, aber schlussendlich habe ich sie nicht behalten. Und beim 4. Versuch hat dann Gott sei Dank alles funktioniert, weil die Frau Dr. Petrowitz bei mir alles abgeklärt hat in sämtlichen Richtungen und wir auch mit DCM und Osteopathie und Homöopathie alles Mögliche wirklich probiert haben. Und mein Immunsystem dann auch dementsprechend medikamentös in Angriff genommen haben, damit mein 4. Versuch dann glücklicherweise funktioniert hat. Wir waren zwischendurch schon so, dass wir uns überlegt haben, was ist, wenn jetzt dann aus den Versuchen wirklich gar kein Kind entsteht, ob wir dann so quasi aufhören oder ob wir weiter probieren. Und es war aber dann so, ich habe immer die Hoffnung gehabt, habe mir gedacht, nein, wir werden das schaffen, es wird funktionieren. Ich glaube, im 4. Versuch war ich so entspannt wie bei keinen anderen davor. Die Nicole hat uns da auch, also die Frau Dr. Petrowitz, hat uns da auch sehr emotional auch gut unterstützt und war auch immer für uns da, wenn wir irgendwelche Fragen hatten oder so. Durch meine persönliche Erfahrung in dem Bereich der IVF, also durch die 4 Versuche, kann ich mich auch sehr gut in die Gefühlslage der Patientinnen hineinversetzen. Das war auch ein Grund, warum ich sehr gerne in dem Bereich arbeite. Und einfach, dass ich auch die Patientinnen mit begleiten kann auf ihren Weg, sie unterstützen kann und auch durch meine persönliche Erfahrung ihnen vielleicht ab und zu mal auch ein bisschen die emotionale Unterstützung mitgeben kann. Ja, zum Schluss hat sich der ganze Weg ausgezahlt und wir sind jetzt sehr froh, dass wir den kleinen Mann haben.